Für die FDP Alexander Müller. Herr Präsident, meine Damen und Herren, als Russland vor wenigen Jahren die Krim und die Ostukraine eingenommen hat, lautete die offizielle Begründung, dort leben sehr viele russische Staatsbürger mit einem gewissen Sicherheitsbedürfnis. Und dieses können wir nur gewährleisten, wenn Russland selbst dort für Sicherheit sorgt. Wir alle wissen, dass Präsident Putin regelmäßig von innenpolitischen Problemen ablenkt, indem er sich militärisch irgendwo profiliert, ob auf der Krim, in der Ostukraine, in Syrien oder wie gestern gesehen mit neuen Waffenpräsentationen. Immer wenn es bei ihm innenpolitisch schwierig wird, dann besorgt er sich Nebenkriegsschauplätze, auf denen er sich die nötige Popularität wieder erkauft. Die drei baltischen Staaten passen ideal in dieses Schema, haben sie doch einen Bevölkerungsanteil von etwa einem Viertel russischer Bürger. Und auch die Enklave Kaliningrad könnte für Russland leichter auf dem Landweg erreicht werden. Das Baltikum, Mitglied der Europäischen Union, ist sich dieser Gefahr sehr bewusst. Die Lebensversicherung für das Baltikum ist der starke Arm der NATO, dessen Stärke Russland abschreckt. Und selbstverständlich gehört auch die Einbeziehung des nuklearen Potenzials mit zu diesem Schutzschirm dazu. Was glauben Sie, welche Schockwelle durch ganz Osteuropa geht? Herr Kollege, Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Bitte erst nach der Rede. Nach der Rede gibt es keine Zwischenfrage, da ist dann zu Ende. Dann lehne ich sie ab. Was glauben Sie, welche Schockwelle durch ganz Osteuropa geht, wenn Deutschland einseitig aus der nuklearen Teilhabe aussteigen würde, so wie es die Grünen verlangen? Wenn wir uns aus internationalen Vereinbarungen einfach vom Acker machen und den anderen sagen, seht doch zu, wo ihr bleibt. Wir fangen gerade an, zusammen mit den europäischen Partnern unsere Verteidigung europäisch zu denken und europäisch zu organisieren. Dazu gehört enorm viel Vertrauen, weil die einzelnen Nationalstaaten dafür nationale Souveränitäten abgeben müssen. Dieses Vertrauen würden wir konterkarieren. Wir würden diesen Aufbau einer europäischen Verteidigung im Keim ersticken, wenn wir einseitige Maßnahmen ergreifen würden und uns aus den Bündnissen verabschieden würden. Ich habe schon vor einer Woche hier ausgeführt, und ich muss es nicht alles wiederholen, dass es wenig bringt, wenn die atomwaffenfreien Staaten verlangen, dass alle Nuklearmächte bitte ihre Atomwaffen vernichten sollen. Der Antrag von Union und SPD greift ja genau diese Linie auf, nämlich die bestehende Sicherheitsarchitektur in Europa nicht ohne Not zu gefährden, sondern im Dialog gemeinsam mit USA und Russland darauf hinzuarbeiten, Schritt für immer weniger Atomwaffen zu sorgen. Unsere Aufgabe in Deutschland und Europa ist es dabei, zu vermitteln, Unklarheiten auszuräumen, gegenseitige Vorwürfe zu entkräften und mit dafür zu sorgen, dass die Vereinbarungen aus dem INF-Vertrag, also dem Verbot aller Mittelstreckenraketen, eingehalten werden und die Verträge weiterhin gelten. Die Grünen verlangen in ihrem Antrag unter Punkt 3 den einseitigen Ausstieg Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe der NATO. Doch das ist genau das Vorgehen, wie es Präsident Trump macht. Es interessiert einen nicht, welche Bündnisse man eingegangen ist, welche Absprachen dabei getroffen wurden. Man macht sich einfach vom Acker unter dem Motto, nur meine Interessen sind wichtig, die Osteuropäer sollen dann sehen, wie sie klarkommen. Meine Damen und Herren, genau diese Methode Trump kann doch nicht ernsthaft unsere Antwort auf die Herausforderungen des Zeitalters der Globalisierung sein. Lassen Sie uns vielmehr daran arbeiten, das Vertrauen zwischen den Atommächten zu verbessern, die bestehenden Abrüstungsverträge zu stärken, weiterzuentwickeln und gemeinsam im Verbund mit den europäischen Partnern die Sicherheit in Europa zu verbessern. Vielen Dank. Für die Linksfraktion hat jetzt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Heike Hensel als Nächste das Wort. Nein, es gibt auch erst eine Kurzintervention. Dankeschön, Herr Präsident. Auf die Rede des geschätzten Kollegen Müller möchte ich insofern eingehen, als ich ihn daran erinnern möchte und auch die gesamte AfD-Fraktion erinnern möchte. Ich verbessere die gesamte FDP. Fraktion daran erinnern möchte, dass es im Nachgang zum 2+4-Vertrag der damalige langjährige Außenminister und ihr Parteimitglied Genscher war, der deutlich in Nebenerklärungen gesagt hat, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird, wenn die russischen Streitkräfte
aus den neuen Bundesländern abgezogen sind, was ja dann schon bereits 1994 der Fall war. Und dass in dem Zusammenhang auch und in der Weiterentwicklung dieser Friedenspolitik Ende der 90er Jahre der NATO-Russland-Rat eingerichtet wurde und hier in diesem Hause 2001 Putin sich genau auf diese Zusagen bezogen hatte. Aber die Politik der Bundesregierung spätestens ab 2002 mit ihrer neuen Bundesvorsitzenden, ihrer der CDU, hat sich diese Politik beendet und könnten Sie vielleicht auch zur Kenntnis nehmen, dass diese Politik und nun auch die Stationierung von NATO-Streitkräften und der wesentlichen Beteiligung unserer Bundeswehr, zumindest von dem, was noch einsetzbar ist, im Baltikum auch von der Russischen Föderation als eine Bedrohung wahrgenommen werden kann. Danke. Herr Kollege Müller, Sie können, wenn Sie wollen, darauf antworten. Herr Kollege Lukassen, ich würde Sie gerne fragen, wo Sie diese Erkenntnisse herhaben, aus welchem Verschwörungsblock. Hans-Friedrich Genscher kann sich leider nicht mehr wehren und wir können uns daran nicht erinnern. Jetzt.